Tag auch. Wir machen uns heute einen Bacon-Onion-Cheeseburger, der einfach nur Endstufe ist. Dafür würzt ihr euer Hack so, wie ihr Bock habt und gebt ordentlich Cheddar-Käse hinzu. Jetzt schneidet ihr euch eine schöne dicke Scheibe von der Gemüsezwiebel ab und benutzt den äußeren Ring zum Befüllen mit dem Hack. In der Mitte lasst ihr ein bisschen frei und stopft da noch einen kleinen Ring rein. Jetzt können wir das Ganze schön mit Bacon umwickeln. Es ist ein bisschen fummelig, aber nach ein bisschen Übung geht das schon. Nachdem ihr euch so ein paar Bacon-Donuts fertig gemacht habt, gebt ihr die erstmal indirekt bei ca. 200 Grad 20 Minuten in den Grill. Für so ein paar knusprige Röstaromen grillt ihr die Teile jetzt auch nochmal direkt an. Danach geht's aber wieder in den indirekten Bereich und ihr bestreicht sie schön mit Barbecue-Soße. Das lasst ihr jetzt nochmal 5 Minuten ziehen und dann geht's auch schon als Burger belegen. Also erstmal den Donut ausbannen und dann ordentlich Käsesoße drüber. Nehmt da einfach eine selbstgemachte oder die, die ihr aus dem Kino kennt. Und Leute, jetzt schaut mal, wie geil der Anschnitt aussieht. Und ich kann euch sagen, es schmeckt auch so richtig gut.